Durch die Einzelgespräche mit einigen von euch haben Godo und ich die Zusammensetzung eurer Shampoos individuell abgestimmt. Guter Mann, dieser Schäfer. So wird uns unsere Zusammenarbeit ein Erfolg. Sie sehen hier eine authentische Präsentation von Pont 1843. Ja, Sie wissen schon, das Shampoo, das Völker verbindet. Was für ein Glück, was für ein Glück, was für ein Glück. Nun ja, die hat mir die Haare gewaschen und sie meinte, dass unser Shampoo meine Kopfhaut zerstört hat. Glaubst du wirklich, dass unser Shampoo die Kopfhaut zerstört? Warum sollte es nicht die Kopfhaut zerstören? Außerdem bieten wir für die Leute, denen nicht so gut geht, verschiedene Möglichkeiten. Wie zum Beispiel Beratung durch Krisen- und Psychiatrieerfahrenen. Ich habe Informationen, dass Ihre Shampoos eine stark stimulierende und toxische Wirkung haben sollen. Ich bin noch so jung, ich will noch nicht sterben. Zum Beispiel erst letztens, da hat sich so eine Frau ganz einfach so auf meinen Schoß gesetzt und das tun doch Frauen nicht bei Männern, die irgendwie unsicher sind oder so. Vielleicht hatte diese Frau einfach nur Mitleid mit ihnen. Und mit den Farben von Paris könnte sich das richtig entfalten. Wenn du das hier unterschreiben würdest. Hilfe! 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 Erkennen Sie diese Frau wieder? Schauen Sie genau hin! Schön gespielt! Werden wir der Welt kundtun, dass ich der Größte und bin! Ich bin auch der Größte! Am Anfang war der Schaum! Und ich habe ihn euch gebracht! Plötzlich erkennst du mich! Dein Freund! Dein Shampoo, das bin ich. Und plötzlich